Hallo Leute, willkommen zurück zu Christmas Eve Mitternachtsruf. Heute gibt's mal einen Part an Silvester, weil Silvester ist und weil es ein Weihnachtsspiel ist und Weihnachten schon vorbei ist und weil letzten Freitag kein Part kam, und das sind alles genug Gründe, wieso heute am Donnerstag schon Christmas Eve weitergeht, weil das Spiel soll ja auch irgendwann mal enden. Und ich finde das nicht so toll, dann im Frühling noch ein Weihnachtsspiel zu spielen, aber das dauert ja auch noch, bis Frühling ist. Ist ja auch egal. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben Heiltrank Mond. Genau. Und dann weiß ich noch, dass es hier den Mond gibt, den man einsetzen konnte. Und was kriegt dann eine Metallplatte? I find your affection for this town touching, sister. But you're wasting your time. Mhm. Und dann kommt sie jetzt direkt. Und weg ist sie. Odris Mächte scheinen zu wachsen. Ich muss mich beeilen, sonst kann ich sie vielleicht nicht retten. Und das wäre ja total fatal, wegen der Schwester und so. Also, was haben wir? Metallplatte. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir machen, Königin. Mit der Metallplatte. Du konntest die Schokolade nicht mit deinen Händen tragen. Mit der Kelle willst du auch immer noch nicht? Nein. Die Metallplatte vielleicht bearbeiten? Ja. Das ist doch mal ein Plan. Schokoladenform. Das ist ein toller Spielzeugflieger. Warum kommt dann so eine dramatische Musik? Ja, warum? Karotte. Heiltrank. Wo ist der Flieger jetzt hin? Ist der hier jetzt irgendwo? Stehe nicht so ganz. Kann ich die jetzt hier... Ach, ich kann das doch, also okay. Ah ja, jetzt geht's doch mit der Kelle. Habe ich doch gewusst. Warum geht denn das die ganze Zeit nicht? Schokoladenbär. Eine Schokobär. Mache ich mit dem. Was haben wir hier nochmal? Nee. Die Uhr, das hatten wir schon. Gibt's auch nichts mehr. Da ist das Piano. Nee. Nix mehr. Wo sollen wir denn hin? Hier soll ich hin. Na gut, dann schauen wir uns mal hier um. Soll der jetzt noch mehr Heiltrank kriegen? Nee, hier gab es was zu tun. Oh, ja. Karottis. Okay. Bestimme einen Pfad durch das Labyrinth für den Schneemann, in den du die Karottenpfeile anpasst. Führe ihn auf den kürzesten Weg. Wo ist jetzt das... wohin? Dann haben wir auch noch die Dinger. Bestimme einen Pfad durch das Labyrinth für den Schneemann. Ja, ich denke mal hier zum Kristall. Das war zu weit, ne? Hä? Soll der hier nach geradeaus nach oben dann gehen? Wo ist denn das Ziel? Ist das hier beim Kristall oder wo? Nee, da hinten in die Höhle. Aber dann war das doch gut. Ja, klasse. Aber der Anfang war schon mal gut. Wehe, das klappt jetzt nicht, du Schneemann. Oh Mann. Ich glaube, so hatte ich das doch gerade auch, oder? Geht nicht. Warum geht das denn nicht? Rechts. Oben. Rechts. Oben.
rechts, rechts. Machen wir mal so. Nee. Irgendwie nicht. Jetzt vielleicht? Aber guck mal, noch einen rechts. Wie soll denn das gehen? Machen wir mal nach oben. Rechts, oben. Rechts, rechts, rechts. Genau. Komm, du bist doch da. Ach, und nochmal das Ganze. Ja, weil es so schön ist. So, wo ist jetzt da? Soll der hin? Unten, rechts. Rechts. Unten. Dann ist der jetzt irgendwo hier. Rechts, unten, rechts. Mal gucken, ob das klappt. Ah. Mist. Die Idee war schon nicht schlecht. Rechts. Unten. Keine Ahnung. Reicht das mit dem unten? Nee. Da muss noch mehr nach unten. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Unten. Rechts, unten, 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 rechts, rechts. Ist ja egal eigentlich, wo er abbiegt. Hauptsache, er geht nach rechts. Genau. Aber es reicht natürlich nicht. Unten, rechts, rechts, unten. Dann ist er hier. Soll er wieder nach rechts gehen? Nach unten. Warte mal. Kann man das nochmal... Nee, 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 nee. Nee, nee. Das war jetzt doof. Nö, 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 nö. Schön hin und her gehen. So, unten. Rechts, rechts, unten. So vielleicht. Jawohl. So, letzte Runde. Weil es so schön ist. Rechts, rechts, oben, rechts, oben, oben, rechts. Na? Ah, aber fast. Hm, warte mal. Oben. Oben, rechts, 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 oben, rechts. Yeah! Geil! A snowman with a sense of direction. I'm lucky to have met you, my friend. Orientierungssinn, ne? Von wegen. So, wir können jetzt da auch lang. Und da ist der Schneemann auch jetzt wieder bei uns. Was haben wir hier Schönes? Au weh, diese Schlange ist auf einen Kampf erpicht. Was haben wir hier? Adler plus Heiltrank gleich. Dieser Adler kann eine Eisbrücke erschaffen. Ach so. Fleisch. So, damit können wir bestimmt den Hund ablenken. Was haben wir hier? Käfigschlüssel. Zerbrochene Krone. Oh, da hängt noch was, ne? Ach, das sollen wir selber zusammenbasteln. Ah. Okay. Fehlt jetzt hier noch was und ich sehe es nur nicht, oder? Hm. Es scheint, als hätte sich etwas in diesem Baum versteckt, aber wie kann ich nachsehen? Weiß ich nicht. Was hopst denn der Schneemann jetzt hier die ganze Zeit rum? Jetzt ist es Zeit, die Hülle zu schließen. Ach ja.
Sieht echt schön aus. Ist ja auch so das Titelbild hier, was man hat vom Spiel. Und jetzt sind wir da schon angekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich gehe mal zum Hund zurück. Wo ist denn der Hund nochmal? Hier, ne? Hier. Lass das mal los. Das brauchen wir jetzt. Ja, aber was hat der denn da die ganze Zeit an der Gefrierflüssigkeit da rumgehangen, der Hund? Also, als ob das jetzt so toll wäre. Und das mit dem Vogel war auch jetzt komisch, dass der da immer neben sitzt. So, Gefrierflüssigkeit. Und dann noch der Käfigschlüssel. Gab es denn hier irgendwie einen Käfig noch? Den man aufschließen kann? Ich habe das jetzt nur wieder nicht im Kopf. Ist hier noch ein Käfig? Da war noch das mit dem Hufeisen. Dann gehen wir mal wieder. Warte mal. War das hier? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Hey, nee, löst du das mal sein. So. Oh, guck mal hier, der Hund. Hallo. Bello. Ein Weihnachtshund. Braves Hündchen. Es läuft mir schon den ganzen Tag hinterher. Also er, der Hund. Hund. Ach ja, die haben wir auch noch. Hier die Maus. Das Mäuschen. Oh. Ja, mach alles kaputt, du Agro-Pferd. Agro-Pegasus. So, wir kriegen eine... Wieso schwarzer Schwan? Feder des schwarzen Schwans. Ach so, nennt sich das Ding. Okay. Dann wimmeln wir mal los. Wir sollen hier, ja, Kirschen finden. Zum Beispiel. Ist das da? Ist das da? Handschuhe. Ein zweiter? Ein zweiter. Ih, eine Spinne. Weg ist sie. Einige schöne Steinchen werden diesen charmanten Halsband werden das verschönern. So. So. Da ist der Käse. Wo ist die Maus? Eine. Aha. Da ist ein Fünkchen. Ein Schmetterling. Eine Knarre. Halt ganz typische Weihnachtssachen. Was kann ich denn hier noch nehmen? Den Käse doch noch. Dann ist hier irgendwas Rundes. Was mit der Zahl? Oh, das sieht aus wie Trauben. Jawohl. Den Apfel auch. Sehe ich schon. Oh, Tanze. Ach, wenn man die hier anguckt, sieht man das sogar. Mond. Tanzapfen. Ja, das ist praktisch. Und Banane. Mond. Mond, Mond. Da ist der Mond. So, wir haben Frostfeuer. Was mache ich jetzt damit? Ich muss einen Weg ins Schloss finden, ohne in den Schlossgraben zu fallen. Bin nicht groß genug, um dran zu kommen. Schneemann, hilf mal. Hilf jetzt. Mhm. Guter Schneemann. Braver Schneemann. So. Jetzt gehen wir mit dem Hufeisen wieder zurück. Was auch sonst. Nein. Da lang. Wie immer falsch. So. Wie? Ach, das ist ein Halsband. Kein Hufeisen. Ach so. Tja. Dann nicht, ne? Dem fehlt immer noch was. Was war hier? Nix. War hier noch was? Dann packen wir ihm, geben wir ihm mal das hier erstmal. So. Toll. Den nehmen wir mit, den Adler. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Diese Silhouette ist aus gutem Grund hier. Ja. Tipp. Wo soll's hingehen? Die Maus soll was kriegen. Haben wir denn jetzt hier den Käse oder was kann ich denn jetzt geben? Was soll ich dir denn geben? Eine Feder?
Ein Halsband? Hä? Was ist denn hier? Werde die Maus herauslocken und dann den Spalt im Fels vergrößern. Aber erst muss ich es doch herauslocken, oder nicht? Bin ein bisschen irritiert, was ich jetzt hier machen soll. Mit der Maus. Frostfeuer. Schokoladenbär? Ein Schokoladenbär. Käse hätte ich jetzt gedacht, aber ein Schokoladenbär? Hä? Snow ist ein einzigartiger Ort. Hier haben selbst die Felsen ihre Geheimnisse. Aha. Frostfeuer, komm. Und du, Schneemann? Schneemi. Was soll ich denn sonst machen? Dann weiß ich auch nicht. Leute, dann nicht. Ach, jetzt können wir da hin. Ah. Das ist so schön. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, das Wimmelbildspiel. Dem Pferd fehlen einige Teile. Wie ein Halsband zum Beispiel. Zum Beispiel. Oh, da ist er ja. Dieses Hündchen will nur spielen. Hm, was wohl in diesem hübschen Kästchen steckt? Du, weiß ich nicht. Was will er denn spielen? Was haben wir denn für ihn? Nix, ne? Was ist da oben? Ein unübliches Türschloss, aber irgendwie lässt es sich sicher öffnen. Kleine Blume. Ich hoffe, dieser Gnom bestand schon immer aus Eis und ist nicht ein weiteres von Odris Opfern. Dieser Gnom scheint nun alles öffnen zu können. Und der braucht noch eine Trommel, ne? Mhm. Ja, ja. Ach, da kann man jetzt rein. Erstmal gehe ich aber zurück zu dem Zwerg. Wo ist er denn nochmal? Hier. Können wir ihm endlich seine kleine Blume geben. Und hab einen Ball. Dann können wir jetzt spielen mit dem Hundchen. Komm. Spiel mit mir. Da ist das Hufeisen. Tja, habe ich es doch fast geahnt. Haben wir das endlich mal? Nein, ich gehe immer falsch. Tut mir leid. Hufeisen. So, was kriege ich? Geschirr. Ach. Und so fügt sich alles in diesem Spiel. So wie es sein soll. Moment. So. Und nun? Ist das Pferd fertig? Und nun? Muss ich das mit der Maske noch machen? Aha. Na dann gehen wir mal rein. Diese furchterregende Eisstatue muss etwas Wichtiges beschützen. Ich muss sie loswerden. Mit meinem Frostfeuer. Mit meinem Adler. Mit meinem Schneemann. Nix. Mit dem Apfel. Eine schöne Hafer, aber sie ist noch nicht spielbereit. Sag mal, geht hier nix? Dann nicht. Was haben wir hier? Skorpiongift ist tödlich. Muss sehr vorsichtig sein. Apfel gefällig? Tja, dann weiß ich auch nicht. Tja. Was haben wir hier? Zepter. 12 Stück. 12. 1, 2, 3. Das ist keins. Hm. Da ist noch ein. Da. Und da. Zepter ohne Ende. Eins noch. Ein Zepter noch. Das nicht, das nicht. Das sind Dolche, 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 Dolche. Da ist das da. Nein. Auch ein Dolch. Das nächste Mal suchen wir Dolche. Zepter, Zepter, Zepter. Zepter noch eins. Wo sind da? Ach so. Gemein. Aufgezeichnet. So, und haben wir hier jetzt ein Zepter. Das ist ja auch prima. Und eine Milchflasche. Ich kann den Schlüssel aus dem Eis befreien, wenn ich eine kühle Flüssigkeit darauf schütte. Haben wir denn das Zeug noch hier? Hier ist ein Heiltrank. Nee, haben wir nicht, ne? Kannst ja gleich die Milch nehmen.
Hat Audrey die Krone von ihrem eigenen Thron entfernt? Vielleicht. Alle Zutaten müssen hinzugegeben werden. Lösung. Flasche mit heißem Wasser. Grüne Flasche, Feder und Apfel. Apfel. Ein angebissener. Und was ist das für eine grüne Flasche? Was ist mit dem Pferd? Können wir dem noch was geben? Müsste man einen Tipp kriegen, wo ich jetzt hin soll als nächstes. Milchflasche. Pferd hätte ich ja noch einen Apfel gegeben, aber der ist ja dann... Sag mir mal, wohin. Ja, aber der kann doch nicht. Ach, der scheint alles öffnen zu können. Vielleicht die Milchflasche? Die Milchflasche. Milch. Also der kann noch irgendwas betrommeln. Trommel den Adler. Oder das Frostfeuer oder weiß ich nicht. Und wenn wir da schon mal die Feder reinschmeißen. Na, die geht schon mal. Aber der Apfel soll angebissen sein. Die Maus, die wäre jetzt gut gewesen. Das hätte ich verstanden. Sollen wir es da gleich schon reinschütten? Nein. Vielleicht das hier. Aber da stand ja kühle Flüssigkeit. Ja, kühle Flüssigkeiten. Das ist heißes Wasser. Das wird ja wohl nicht gehen. Die Milch? Nein. Tja. Dann doch hier. Die Krone. Ja, kann man höchstens irgendwie... Die haben wir ja noch nicht fertig gebastelt. Da hinten. Ah, hier. Dann könnte man die bespielen mit der heißen Flüssigkeit. Komm, das muss doch gehen. Hä? Komisch. Lösung? Nee. Ja, was denn nun? Ich kann hier aber die Krone noch nicht einsetzen. Kann ich die heiße Flüssigkeit denn kalt machen irgendwie? Apfel. Kann den anknabbern. Ja, ich muss sehr vorsichtig sein. Ja, schön, aber... Hier, heißes Wasser, Milch. Mache ich denn jetzt mal? Da fehlt noch was. Da soll ein Adler hin. Das haben wir schon erledigt. Tja, die haben wir noch nicht fertig gebastelt. Kann ich hier irgendwie rein? Das da irgendwie rein? Nee. 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 Kann ich heißes Wasser? So, das mit dem Zepter. Ah. Okay. Hier ist es ziemlich dunkel. Oh, irgendein Problem ist ja immer. Jetzt ist es da zu dunkel. Schneemann, guck mal nach. Aha. Maske. Trommel. Ja, das ist, hilft uns natürlich. Sehr schön. Dann kriegt er seine Trommel. Ja. Okay. Audrey hat ihr Zimmer gut geschützt, aber ich muss an dieser Tür vorbei. Ich weiß nicht, was jetzt hier fehlt. Auf jeden Fall kann man da irgendwas hintun. Und die Maske, die in der Kutsche liegt. Was kriegen wir dafür? Einen lustigen Clown und Glühwürmchen. Und weg ist die Kutsche. Und zum Vorschein kommt eine Rumpelkiste. Da will ich jetzt ran.
Finde die Unterschiede zwischen den Objekten in der Szene und im Bild 12. Hier ist das Bild. Da, die Ohrringe. Sehe ich doch. Dann die Schildkröte. Becher, Hut, Blume, Pfauenfedern, Münzen. Das Schild. Dann ist daneben ein Zepter. Das ist da nicht. Schlüssel, Handschuh, Kette. Genau. Da ist eine 5, die ist da auch, aber der Vogel ist da nicht. So, da ist ein Buch. Gut. Genau, das meinte ich. Da, der ist grün. Was ist mit der Feder und dem Steinchen und dem Ding hier? Was ist mit der Flüssigkeit? Daneben liegt noch was. Genau. Nur noch 2 Sachen. Was ist mit dem Fernrohr? Und da ist ein Dolch, das haben wir. Da lag aber nichts. Jetzt wird's schwierig. Jetzt nur eine Sache. Bestimmt irgendwas hier. Ja, weil der Gold ist oder was. Egal. Wir haben einen Specht. Wir haben einen Specht. Wir haben einen Specht. Na. Toll. Kann der den Skorpion fressen? Urigerweise. Kann der das freipicken? So, dann. Ich kann nicht alleine der Eisstattung gegentreten. Vielleicht mit dem Schneemann? Los, fang den Skorpion. Glühwürmchen. Ja, man soll die ja jetzt nicht quälen, die Tiere. Das glaube ich auch nicht. Den Apfel kann man in die Mitte legen. Adler. Frostfeuer. Weiß nicht, wie ich den Skorpion loswerde. Angebissener Apfel und grüne Flüssigkeit. Ah, und immer wird mir der Stuhl angezeigt und ich weiß einfach nicht. Kühle Flüssigkeit. Wenn ich mal auf die Karte gucke, hilft die mir vielleicht, was ich hier noch zu tun habe? Im Schatzraum vielleicht? Wegen dieser Schlangengeschichte oder was? Da brauche ich das Gift mit Milch. Da, komm. Wach auf, Schlange. Tja. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Adler. Kann ich das hier vielleicht rübergießen oder so? Nee. Ach, der Specht kann mir bestimmt das rausholen aus dem Baum. Ja. Hey. Dafür ist ein Specht gut. Hier ist es sehr dunkel. Glühwürmchen. Eiszapfen und Kachel. Und ein Kronenteil. Fehlt nur noch eins. Mache ich denn da mal? Eins fehlt noch. Das müssen wir bestimmt finden und kriegen und hart erarbeiten. Gehört das Kachelding hier hin? Wo gehörte das hin? Gehört das vielleicht dahin? Hier gehört das hin. Verwende die Knöpfe, um Puzzleteile zu tauschen. Ordne die Teile entsprechend der Farbe der Zahnräder an. Ja. Und Rot soll ja bestimmt nach unten. Warte. Genau. Oder auch nicht. Genau. Dann kannst du das nochmal drehen.
Nee, das ist Quatschi. So. Das ist auch Quatschi. Dann ist Grün bei Grün. Brauchen wir noch Blau zu Blau. Nein, genau andersrum, meine Lieben. Ja. So. Genau. Oha. Und schon fällt der Tempel auseinander. Super. Und da habe ich mal eben eine Eissäule, die ich unter den Arm klemme. Kein Problem. Kein Ding. Vielleicht mit der Eissäule hier kämpfen, Eiszapfen. Können wir mit dem Eiszapfen den aufspießen, den Skorpion? Was mache ich denn hier mit der Säule? Also da, Säule. Zapfen. Was wollt ihr jetzt hier? Irgendwie soll diese Murmel da fehlt noch was. Wahrscheinlich hier die andere. Murmel. Nee, lass mal gut sein hier. Eiszapfen in das Heiße. Untereinander Dinge kombinieren war ja immer eigentlich nicht so. Und ich merke auch gerade, dass die Zeit um ist. Wir machen im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann.